Hallo und herzlich willkommen bei LaNerdNuts. Ich bin Annette und ich bin LaNerd und ich freue mich, dass du den Weg hierher gefunden hast. Das hier ist mein kleiner Strick-Podcast und hier erzähle ich dir jede Woche, was ich die vergangenen Tage so gewerkelt habe. Ja, es ist heute ein bisschen anders als normal und das ist Teil meines Problems. Normalerweise nehme ich mittwochs auf, heute ist nicht Mittwoch. Eigentlich wollte ich gestern aufnehmen. Ja, heute ist Donnerstag. Aber Petrus hat mir einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht und hat uns, wie diese Woche eigentlich jeden Abend, ein ordentliches Donnerwetter geschickt. Und dann sind natürlich zum einen die Lichtverhältnisse doof, na gut, die sind jetzt auch nicht viel besser. Aber zum anderen braucht es jetzt nicht unbedingt auch noch Hagelgeräusche, die gegen das Fenster klopfen oder lauten Donner. Deshalb also heute. Und ich bin eigentlich schlecht gelaunt, weil wegen diesen netten kleinen Biestern, die sich meine Kinder nennen. Ja. Ja, ich liebe sie. Manchmal. Jetzt liebe ich sie, weil sie sind im Bett. Ja, jeder, der eigene Kinder hat, wird es nachvollziehen können. Man hat sie lieb und manchmal treiben sie einen in die Weißglut. So ist das heute. Und ich hoffe, dass ich nicht allzu schlechte Laune verbreite hier, sondern vielleicht mich selber mit ein bisschen Augenzwinkern aufgemuntert bekomme. Das wäre schon ganz nett. Wie immer muss ich dazu sagen, oder möchte ich dazu sagen, dass das hier eine Dauerwerbesendung ist, weil ich euch Dinge in die Kamera halte, wie die Wolle, die ich gerade verstricke, oder natürlich die Nadeln. Und ich nenne euch die Designer von den Sachen, die ich auf den Nadeln habe. Und all sowas kann man als Werbung verstehen, wenn man es möchte. Und deshalb ist es welche. So, was noch? Ich bin Annette. Man schreibt mich mit 2 N, 2 E und 2 T und ich wohne hier mit meinem Freund, den beiden Kindern, Hund, Katze und 3 Kaninchen im schönen Allgäu. Ja, kaninchenmäßig gab es letztes Wochenende ein bisschen ein Drama, mehr möchte ich dazu nicht sagen, aber das bedeutet, wir haben jetzt eins mehr. Nein, kein Babykaninchen, ein Neuzucker. Ja, so. Wie fange ich an? Ich habe was fertig. Und zwar habe ich am Samstag fertig bekommen meine Rainbow for Merlin Socken und ich habe die auf den Sockenblocker gepackt. So sehen die aus. So, gerade Sockenblocker, weil nur dann sieht man das Wildern sehr schön. Wenn ich das auf meinen normalen Sockenblocker drauf haue, dann ist das Wildern hier oben, sich versteckt sich und man zieht es immer noch so ein kleines bisschen. Das ist ein bisschen schade. Kann ich trotzdem mal kurz machen. Der Sockenblocker passt zwar jetzt nicht größenmäßig, aber ich kann es mal kurz demonstrieren. So. Ja, also Sockenblocker zu klein, ganz definitiv. Aber man sieht schon, was ich meine. Aber man sieht auf die Art und Weise natürlich das Muster recht schön. Das sind also die Rainbow for Merlin Socken. Das ist eine Kaufanleitung auf Ravelry, die gibt es auf Deutsch und die ist von, ja, Vorbereitung ist alles, sagt man immer so schön und ich habe mich nicht wirklich vorbereitet. Ich habe zwar hier alles hergeholt und mein übliches Chaos fabriziert, aber das war es dann auch schon. So, Rainbow for Merlin von Jutta Schneider. Ja. Klingt Englisch, gibt es auf Deutsch. Ist jetzt auch keine besonders teure Anleitung. Letztes Mal habe ich gesagt, man kann da ganz toll Zopfen üben. Ja, kann man. Aber eigentlich ist das mit solchen Fake-Zöpfen geschrieben. Das, ja, ich bin tatsächlich schneller, wenn ich ohne Zopfnadel verzopfe. Von dem her habe ich das gemacht. Zieht sich dadurch zusammen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Fake-Zöpfe weniger zusammenziehen. Vielleicht. In meinem Fall war das jetzt gar keine so schlechte Sache. Diese Socken stricken sich immer mit einer Vielzahl von 16 Maschen. Ich habe also hier 64 Maschen auf der Nadel gehabt. Und 64 Maschen sind mir mit Stinos oder vergleichbaren Socken zu weit. Dadurch, dass das jetzt diese Verzopfungen hier hat, sind die mir nicht zu weit. Ich kriege sie kaum auf meinen Sockenblocker in meiner Größe. Ich bekomme sie aber ganz hervorragend auf meine Füße. Ich werde Fotos ganz am Schluss einblenden, wie immer. Da werdet ihr dann bestimmt auch den einen Socken an den Füßen sehen. Ja, spannend finde ich,
dass beide gewildert haben. Ja, ich mag Wildung. Ich finde den Effekt sehr, sehr schön. Tatsächlich gefällt mir die Wilderung hier unten besser als diese Ringe hier oben. Aber spannend ist, dass es tatsächlich recht unterschiedlich wirkt. Und die Farben hier deutlich verwaschener als hier. Und wenn man jetzt die Rückseite anguckt, ja, da ist natürlich die Ferse, dann sieht man, dass der bunte Regenbogenblitz auch die Ferse entlang läuft. Ja. Ich mache damit mit beim Regenbogenmal von Sissy liebt Sissy Willwolle. Es ist ja gerade aktuell Juni und der Pride Month und deswegen hat sie aufgerufen, viele Regenbogen zu stricken. Ich glaube, das hier ist Regenbogenfarben genug. Ich finde die Wolle toll. Die Wolle ist von Rockenwoll auf Etsy. Der Neon-Regenbogen auf Weiß. Ja, sehr, sehr schön. Gefällt mir wunderbar. Passt, wie gesagt. Und wird jetzt meins. So, Muster an sich nicht schwer, ein bisschen mühsam. Zieht sich natürlich schon so ein bisschen. Ja, aber wenn man mal das Prinzip verstanden hat, dann braucht man auch den Chart nicht mehr. Dann strickt sich das im Prinzip auch nebenher weg. Das hier habe ich übrig. Ich habe beide parallel gestrickt, wie meistens. Und ja, das letzte Mal war ich, noch gar nicht gezeigt, hier. Da hatte ich gerade die Ferse gestrickt. Die Ferse habe ich anders gemacht als in der Anleitung angegeben. Ich habe eine modifizierte Bumerang-Ferse gestrickt. In der Anleitung ist eine Käppchenferse drin, weil sie ein selbststreifendes Garn genommen hat und da offensichtlich noch nicht verstanden hat, dass man Bumerang-Fersen auch ohne Zwischenrunden stricken kann und dann Angst hat, dass sich diese zwei Zwischenrunden unschön abbilden. Ja, ich habe, wie gesagt, eine Bumerang-Fersen-Variante gestrickt, die ich ausprobieren wollte, die ich mir selber ausgedacht habe. Funktioniert ganz gut. Wird bestimmt meine Muster von mir auftauchen. Ja, so. Tada. Gut. Dann habe ich natürlich weiter gestrickt an meinen Weihnachtssocken. Ich habe überhaupt nicht weiter gestrickt an meinem Shoriously Holy. Keine einzige Masche. Tatsächlich lag der noch am gleichen Platz, wie ich ihn unmittelbar nach dem Podcasten hingelegt habe. Also nichts passiert an der Stelle. Die Madness hat ein bisschen zugeschlagen. Aber ich zeige euch zuerst mal meine Weihnachtsproduktion, meine Weihnachtssockenproduktion. Und zwar, ich nehme jetzt die S, ich nehme jetzt einfach diesen Blocker weiter her, der ist tatsächlich viel zu klein, aber macht nichts. So. Die hier kennt ihr natürlich schon, die andere Socke ist fertig. Das letzte Mal war ich hier bei diesem roten Strich und war gerade dabei, den Heel Turn zu stricken. Also das Käppchen, das sich hier unten befindet. Das ist ja eine Zunahmeferse und auch eine Zunahmeferse hat unten ein Käppchen, wo man dann hin und her streckt in verkürzten Reihen, um dann sich wieder vorzuarbeiten Richtung Fuß. Ja, also da unten beim roten Strich, das alles ist dazugekommen. Das ist jetzt nicht monstermäßig viel, aber es ist immerhin ein bisschen was passiert. Und ich denke, die werden relativ bald jetzt fertig werden, weil es fehlt tatsächlich nicht mehr viel. Die andere ist fertig. Hab ich die hingelegt? Ich weiß es nicht. Ich kann euch also gerade nicht zeigen, wie viel noch fehlt, aber es ist tatsächlich nicht mehr so furchtbar. Dann habe ich Hallo Frau Hund weiter gestrickt. Auch an den anderen Weihnachtswollen und zwar zur Abwechslung mal keine Nadel gezogen. Das habe ich mir nämlich bei der anderen gerade vorhin, als ich sie aus der Tasche rausgeholt habe, habe ich eine Nadel gezogen. Da war ich das letzte Mal noch bei den Zunahmen, also hier
gerade am Anfang von diesem roten Streifen. Ich habe die Zunahmen beendet, auch hier eine Zunahmeferse. Und ich habe auch hier ein Käppchen gestrickt. Und bin auch jetzt am Fuß. Ja, Muster sind beide von mir. Das Muster hier ist komplett in die Hose gegangen. So am Anfang, die werden einfach mir gehören. So ein paar Weihnachtswolle, Weihnachtssocken für zu Hause. Kann man schließlich immer mal brauchen. So, und dann habe ich noch ein letztes Paar Weihnachtssocken auf den Nadeln und die werden für meinen Jüngsten. Doch da wird es Zeit, dass die jetzt fertig werden. Die erste ist auch hier schon fertig. Eine Schuhgröße 34. Und die zweite hat es jetzt soweit geschafft. Da war ich fast fertig mit den Zunahmen. Fast. Ich war an diesem roten Block, habe den roten Block hier noch weiter gestrickt und dann das Käppchen und auch hier bin ich am Fuß. Und wenn man das jetzt vergleicht, dann sieht man, dass die vermutlich nächste Woche dann zu Ende gehen könnten. Ja, mehr Zeit, die sind ja schon echt lange auf der Nadel, für das es eigentlich eine kleine Größe ist, aber ich habe nun mal einiges an Socken gestrickt die letzte Zeit und dann bleibt sowas so ein bisschen auf der Strecke. So, kommen wir zum spannenderen Teil. Ich habe weiter gestrickt an meinen Jack-Socken. Jetzt doch mal den anderen Sockenblocker, den ich nicht mag. Ich habe neue bestellt. Und die ist strategisch ungünstig platziert, denn eigentlich wollte ich die euch gar nicht zeigen. So. Mal kurz hergeholt. Ich habe Sockenblocker in verschiedenen Größen. Das hier zum Beispiel ist ein S-Sockenblocker. Mir persönlich, also wenn ich Socken für mich stricke, dann packe ich die auf L. Das ist eine 39-41. Und die M's sind so 37, 38, das dürfte so 35, 36 sein. Mit ein bisschen Gezwänge kriege ich da auch die 34er drauf, aber ist nicht so ideal. Ja, ich hatte also M bestellt damals und ich fand das Motiv so schön. Und das ist es eigentlich auch. So sehen die aus. Aber die sind nicht ideal. Wenn ihr die seht, dann kauft die lieber nicht. Weil diese Pusteblumen hier, die haben so viele kleine Ecken und an diesen Ecken, da bleibt die Wolle hängen. Und man kann die überhaupt nicht gut drüber ziehen, es bleibt also überall da, wo solche Dinge reinstehen, wie zum Beispiel hier, bleiben unweigerlich die Fäden hängen. Und das ist sehr schade und macht überhaupt keinen Spaß. Und die Leatherbacks, die Madelines, die ich euch letztes Mal gezeigt habe, Madelines, von der Sock Madness mit dem Leatherback innen drin. Die konnte ich da überhaupt nicht drüber ziehen, weil sich das Leatherback so furchtbar drin verfangen hat. Ich habe mir also neue bestellt. Und zwar welche, ich glaube Monika hat sie tatsächlich auch. Und wenn nicht, dann braucht sie sie. Die hier. Und die sind mit ihrem Bienenmuster viel, viel schöner zum drüberziehen, weil da gibt es einfach diese spitzen Kanten nicht. Ja, die Bienen hat so ein bisschen was, aber die sind relativ groß. Und dann kann man es viel besser drüber ziehen. Ja, also ein Neuzugang finde ich super. Gibt es auf Etsy. Und kann man sich gravieren lassen. Mittlerweile nur noch mit 8 Zeichen, was ich ein bisschen schade finde, weil mein The Nerd Netz passt dann nicht mehr drauf. Deswegen hier ohne Gravur. Aber dafür geht bei diesem Motiv auch das Motiv bis ganz hoch, was ich schön finde. So. Und ganz oft kann man sich aussuchen, ob man die jetzt mit so einem Henkel möchte oder nicht. Nachdem ich die nicht aufhänge, selbst wenn, könnte ich sie hier aufhängen, finde ich die ohne Henkel praktischer, weil wenn man einen langen Schaft strickt, dann bieten die hier natürlich den Vorteil, dass sie hier gerade sind. So, einmal die Jacks. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, war dieser hier genau da.
Und jetzt hat er den Schaft fertig und er hat eine Ferse bekommen. Ich habe eine Bumerangferse gestrickt und ich habe das Muster weiter runtergezogen. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo man quasi dreht und dann die Ferse unten die Sohle strickt. So. Ja, fand ich ganz nett. Kann man gut machen. Dann wirkt die Bumerangferse nicht ganz so wie so ein Fremdkörper. Das finde ich ein bisschen störend. Das finde ich das Schöne an dieser Zunahmeferse, dass man die so wunderschön integrieren kann. Aber manchmal geht es auch bei der Bumerangferse ganz gut. Und das hier ist so ein Fall. So, die zweite von der Sorte. Na, habe ich jetzt ein Buch drauf gelegt. Und das hat sich um das Buch gelegt. Die zweite ist genauso weit. Da hatte ich schon ein bisschen mehr Schaft beim letzten Mal. War ich hier unmittelbar vor Schaftende. Habe auch da eine Bumerangferse gestrickt mit einem kleinen Zwickel. Also, um da ein bisschen mehr Raum reinzubringen, weil die Bumerangferse ja eher für einen niedrigen Spann geeignet ist und ich werde die hier sehr wahrscheinlich zur Adoption freigeben. Das wird, denke ich, eine typische Männergröße, so mit 43 oder so. Und dann denke ich, schade, das nichts, wenn man so ein bisschen mehr Raum gibt, als vielleicht die Bumerangferse standardmäßig bietet. Ja, das Muster Jack kommt jetzt in der Kamera super gut zur Geltung. Finde ich auch schön mit der Wolle. Die Wolle an sich ist eine Opalwolle aus dem Abo. Von irgendwann letztem Jahr. Relativ schwierig zu verstricken, wenn es darum geht, ein passendes Muster zu finden, weil sie so wild mustert. Aber der Jack funktioniert, finde ich, ganz gut. Und die Streifen hier kommen schön zur Geltung. Ja, gefällt mir ausnehmend gut. Freue ich mich. Muss ich mich jetzt ein bisschen dranhalten, weil die sollten bis Ende Juni fertig sein. Weil das so eine Aktion war von wir stricken Opalwolle bis Ende Juni. Ja. Jetzt habe ich noch zwei Füße von mir. Das ist machbar, aber bedeutet, ich muss mich da ein bisschen mehr ranhalten als die letzten paar Wochen. Ja. Ansonsten, Muster ist jetzt nicht ganz so meins. Es ist sehr mindless. Sagen wir es mal so. Dann klingt es nicht ganz so böse. Es ist sehr nah dran am Stino. Und es zieht sich so ein bisschen wie Kaugummi, habe ich so das Gefühl. Ja, aber ich glaube, das Ziehen wie Kaugummi war diese Woche auch so ein bisschen Thema hier. Kann natürlich auch damit zu tun haben, dass es einfach wahnsinnig warm war oder immer noch ist. Ja, so, das war das. Dann habe ich weiter gestrickt. Den Frosch im Hals. So, einen Schluck getrunken, jetzt hoffe ich, dass sich der Frosch verzieht. Ich habe ein bisschen weiter gestrickt an meinen Bonussocken für Runde 4 der Sock Madness. Das heißt ein bisschen, tatsächlich gar nicht so wenig. Ich zeige euch mal die eine Socke. So, so sehen die aus. Das letzte Mal war ich bei dieser Socke hier. Bei der anderen Socke war ich gleich ein kleines Stückchen weiter. Die Drop-Zone-Socken funktionieren damit, dass man hier ganz viele Maschen fallen lässt und ab und zu lösen die sich nicht so ganz von alleine auf. Also meistens tatsächlich nicht, wie zum Beispiel hier. Das heißt, an einigen Stellen muss ich noch so ein bisschen nacharbeiten. Aber ja. Also, Drop-Zone von Handy hingelegt. Es wird nicht besser, wenn man das Chaos mehrfach umschichtet. Die Drop Zone Socks von Caroline Lyle. Das ist eine englische Anleitung, wie bei der Madness üblich. Noch gibt es sie nicht. Ich weiß auch nicht, ob es sie geben wird. Man strickt die von hier unten, also von der Spitze an Richtung Ferse und dann den Fuß hoch. Da kommen auch noch jede Menge Perlen rein, aber am Fuß noch nicht.
tatsächlich kommen die Perlen dann, wenn man die Ferse dran gestrickt hat, und soweit bin ich noch nicht. Ich habe jetzt diese Zunahmen geschafft. Man sieht so ein bisschen, dass ich hier mehr Weite habe. Und ich kann jetzt mit der Fersen, nein, ich muss noch das Käppchen unten stricken und dann kann ich die Fersenwand hochstricken. Und dann wird es spannend, weil dann muss ich in jedes Sockel 495 Perlen einfügen. Das hier ist die zweite Sockel, genauso weit. Ja, wie gesagt, gab es das Bonusmuster für Runde 4 der Madness. Es müssten jetzt dann, weil die Madness ist offiziell vorbei, eigentlich auch die ganzen Bonusmuster dann mal per Mail eintrudeln. Ist noch nicht passiert. Ja. Gut, macht Spaß soweit. Sieht wilder aus, als es ist. Und auch da bin ich positiv optimistisch, dass ich das bald gibt. Die Wolle, die ich verwende, ist von Opal. Und zwar, ich habe hinter mich gegriffen, weil ich da wusste, dass ich die Banderole vorhin hingelegt habe, ist das eine wollige Weihnachten. Das war beim Opal-Abo dabei. Und Weihnachten. Und da steht schon dreifach Leid. Das bedeutet, diese Wolle sind nur 75 Gramm insgesamt. Ich hoffe, das reicht. Mit 425 Meter Lauflänge. Ganz normale Zusammensetzung, 75% Schuhwolle, 25% Polyamid. Und ja, Unisync Frei. Ja, ich habe lange überlegt, was ich mit dieser Wolle tue, weil 75 Gramm, 425 Meter, was macht man damit? Für ein Tuch ist es zu wenig mit 75 Gramm, fürs Saugen ist es eigentlich viel zu dünn. Ich habe jetzt hier die Zweiernadeln drin und damit verstrickt es sich ganz gut. Das Maschenbild ist nicht allzu schlecht, relativ dicht, was natürlich gut ist, frisst dafür mehr Wolle. Aber fürs Lace-Muster ist es, denke ich, okay. Und was vor allen Dingen so ein bisschen die Idee dahinter war, ist, dass die Perlen besser auf der Wolle draufrutschen, weil ich muss die auf die Wolle drauffädeln. Und dann ist es, je nachdem, was es für eine Fingering-Wolle ist, muss man da schon ein bisschen dran ziehen. Und ich denke, hier flutscht es ganz, ganz einfach, weil es einfach unglaublich dünn. Ja, so sieht die aus. Farben finde ich schön. Mit der Wolle, wie gesagt, war ich jetzt nicht so wahnsinnig glücklich. Das heißt, immer mit dem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, aber ja, bei dem Geschenk war ich mir nicht ganz sicher, ob das so sinnvoll ist. Ich glaube, ich habe jetzt eine gute Verwendung gefunden. So, dann habe ich noch ein Projekt, das ihr schon kennt. Das hier ist ein Kind. Was ist? So viel zum Thema, sie sind im Bett. Nein. Ich habe euch letztes Mal neu gezeigt, mein derzeitiges plastikfreies Sockenwollprojekt. Und zwar waren da beide Bündchen fertig. So. Sahen die ungefähr aus. Ja. Mittlerweile ist ein bisschen mehr fertig. Beide Socken genau gleich weit. Tatsächlich. Ja, also so weit sind sie. Lustigerweise wildert die hier deutlich mehr als die, aber so ist das bei handgefärbter Wolle. Und die Vorderseite sieht so aus. Ja, das stimmt jetzt nicht ganz, weil der Rundenanfang passt nicht. Der Rundenanfang müsste so sein. Ja, es gibt also eine linke Socke und eine rechte Socke. Das Muster heißt Wellenreiter. Das ist eine Anleitung. Das kommt jetzt auf dem Brett überhaupt nicht zur Geltung, weil viel zu dünn. Probieren wir es mal auf dem nächsten, dass es auch ein bisschen in die Breite geschoben wird. Das ist eine kostenlose Anleitung und zwar gibt es die auf Deutsch und auf Englisch. Da sieht man auch die erste Welle. Ja, einen Mustersatz habe ich bei beiden Socken. Da kommen noch ein paar.
Der Wellenreiter ist. Habe ich noch kein Projekt dazu eingelegt? Doch, natürlich. Von Michaela Richter. Ja. Kostenlos, wie gesagt, auf Deutsch, auf Englisch. Ich habe mich jetzt für die englische Variante entschieden. Wobei es ganz ehrlich ja eigentlich hauptsächlich auf den Chart hier ankommt. Jede Menge rechtsverschränkte Maschen, wer die nicht mag, weiß jetzt nicht. Ich meine, das muss das jetzt nicht besonders breit. Ich stricke die jetzt mit der größten Größe. Das sind 64 Maschen. Die sind für meinen Freund. Die gibt es auch in, ich glaube, 56 und 60. Aber eigentlich könnt ihr die mit jeder beliebigen Maschenanzahl stricken. Hauptsache, ihr platziert das Panel richtig. Und ich glaube, das kriegt man schon hin. Ja, macht Spaß. Sind keine Zöpfe, wird nur mit Zu- und Abnahmen gearbeitet. Aber wie gesagt, relativ viele rechtsverschränkte Maschen. Und die Wolle, die ich verwende, ist was ganz was Feines. Zum einen ist die Farbe ganz arg toll. Die heißt Mittelmeer. Und ich finde, das passt wie Faust auf Auge. Sieht unheimlich meerig aus. Und die ist vom Börwanger Mähwerk. Das letzte Mal habe ich euch die Banderole hier in die Kamera gehalten und was von Wunderwoll erzählt. Jetzt hat mich die Inhaberin von dieser Firma angeschrieben, sich gefreut, dass ich es gezeigt habe. Also herzliche Grüße hier an dieser Stelle. Und mir erklärt, dass sie leider ihren Namen ändern mussten und dass sie jetzt Wolicious heißen. Ja, da könnt ihr sowas kaufen. Das ist, wie gesagt, plastikfrei. Ob es jetzt genau die Farbe gerade aktuell im Shop gibt, weiß ich nicht. Aber ich habe noch ein paar in Grün, da freue ich mich schon drauf, für wen die nur sein könnten. Und das hier ist auf der Basis von der Turin von Sehara Naturfasern. Das hier ist die Turin Original Banderole. Das hier, wie gesagt, ist die veraltete Banderole von jetzt Wolicious. Und die Zusammensetzung sind 60% Wolle, 20% Seide, 20% Rami. Strickt sich hervorragend. Und hat einen ganz, ganz tollen Glanz. Also lohnt sich auf jeden Fall, finde ich. Ich bin gespannt, wie sich die dann trägt. Ich habe ja schon ein paar Socken draus gestrickt, das mir nicht passt, weil zu eng. Das werde ich verschenken, aber ich glaube, dass die ganz, ganz toll sich tragen werden. Ja. So. Gut. Haben wir das auch? Dann fehlt noch genau ein Projekt. Ich muss mal kurz tauchen gehen. Ja. Ich habe ja dieses Jahr bei der Sock Madness mitgestrickt, wisst ihr alle wahrscheinlich, könnt ihr auswendig mitbeten. Das ist ein Schnellstrickwettbewerb. Und der ging jetzt am letzten Samstag in die letzte Runde. Runde 7. Wo alle Gruppen Ersten gegeneinander angetreten sind und dann quasi der allgemeine Gewinner von diesem Wettbewerb ausgemacht worden ist. Und ja, auch wenn ich schon länger nicht mehr im Wettbewerb bin, habe ich doch trotzdem immer so ein bisschen die Ambition gehabt, die Runden mitzustricken und relativ zeitnah zu beenden, weil ich ja auch eine Challenge mit Monika am Laufen habe, dass wir die ganzen Socken mitstricken möchten. Ja. Runde 7 läuft ein bisschen anders ab als alle anderen. Da weiß man nämlich vorher relativ genau, wann es tatsächlich weitergeht. Bei den anderen Runden gibt es ja immer nur sehr grobe Zeitfenster. In Runde 7 werden die 7 Finalisten vorgewarnt und der Rest natürlich auch. Wir wussten also, dass es am Samstagnachmittag weitergeht. Und das kam dann auch raus. Ich wollte dann zuerst aber noch die hier fertig stricken, dann noch die Spitzen gefehlt. Und so kam es, dass ich erst relativ spät am Samstag angeschlagen habe. Ja, Walking in Circles heißt die Anleitung und die ist von einer Designerin, bestimmt. Ja, natürlich ist sie das. Walking in Circles von Anneliese Maygard. Ja, auch hier eine englische Anleitung. Was wir vorher wussten, ist, dass wir zwei Rundstricknadeln brauchen für dieses Projekt und zwei verschiedene Farben mit möglichst gutem Kontrast. Es
hat mich natürlich als diejenige, die nicht mehr aktiv mitstrickt, sondern noch so pseudomäßig da alle Zeit der Welt die Farben noch auszusuchen und auch zu wickeln. Und von dem her habe ich mich komplett überraschen lassen, wie das Muster aussieht. Und habe mich dann auch sehr an diesem Muster orientiert von den Farben hier. Das ist nämlich schwarz und grün und ich habe mir schwarz und grün ausgesucht. So, dann hier jede Menge Hundefarbe dran. Ich habe mir ausgesucht eine tatsächliche Schwarz von Supergarne. So eine ganz günstige Wolle. Ich glaube, die gab es im Angebot für um die 3 Euro pro 100 Gramm. Und ich habe mir rausgesucht das hier. Das leuchtet wirklich so. Das ist eine Opalwolle. Und zwar ist das Opal vierfach Neongrün. So sieht das aus. Ganz normale Zusammensetzung, ohne irgendwie Schnickschnack, aber eben Neongrün, weil ich die Kombination von Schwarz und Grün, mir wäre jetzt keinem aufgefallen, ne? So brillenmäßig und so, finde ich total cool und fand die Socken auch total gut und deswegen mussten die einfach in Originalfarben quasi passieren. So, man strickt die Socken flach. Deshalb braucht man zwei Rundstricknadeln und ich kann euch die eine Socke gar nicht richtig gut zeigen, weil, zieh mal die Nadeln so ein bisschen weiter rein, ich habe die eigentlich fertig gestrickt. So sieht die mal aus. Ich packe die mal auf den Sockenblocker drauf, weil hier oben ist es schon fertig, also bis ungefähr so die Hälfte vom Schaft. Ja. Man strickt die also flach und danach muss man diese Naht schließen. Da fliegt gerade irgendwas. Ich glaube, das ist so ein Stechviech. So sieht die dann mal aus. Vielleicht. Ja, das ist jetzt Inside Out. Sehr geschickt, Frau Nerd. Probieren wir das nochmal. Also, drehen wir das Ding mal richtig rum. So sehen die momentan aus. Großartiges. Ja, also. So sollen die mal aussehen, wenn sie fertig sind. Die sind jetzt ein bisschen zu groß für den Sockenblocker. Das sollte so eine Schuhgröße 43 ergeben. Mal gucken, ob das hinhaut. Ja, könnte. Vielleicht. Man schlägt... Hier an dieser Kante habe ich angeschlagen, an dieser hier. Ich zeige es euch gleich an der anderen Socke, dann kann man es noch besser zeigen. Und dann strickt man über die komplette Länge hin und her, bis man auf dieser Seite hier angelangt ist. Und dann macht man was, das nennt sich Russian Craft. Ja, gab es unterschiedliche Meinungen, ob man das jetzt, ob sie jetzt tatsächlich vergessen haben, dann Crochet-Hook in die Materialliste zu nehmen, aber ich habe herausgefunden, es geht hervorragend ohne Crochet-Hook, also ohne Häkelnadel. Man kann das auch einfach mit der Stricknadel machen. Also überhaupt kein Hexenwerk. Ja, also, die eine Socke hier in der Fertigstellung. Die zweite Socke hängt nicht weit hinterher, sagen wir es mal so. Tatsächlich ist die noch auf den Nadeln. Und wenn ich mich ein bisschen angestrengt hätte, dann hätte ich sie ja fertig bekommen. Aber eigentlich wollte ich sie euch tatsächlich, zumindest die eine, gern so zeigen. So sieht eine Socke in flach aus. Ja. Und wenn man sich das jetzt so anguckt und auch mich anguckt und auch die Höhe anguckt, dann sieht man, dass so eine Socke gar nicht so wenig Arbeit ist. Also wenn ich mir das jetzt so anhalte, dann würde ich sagen, das ist von der Breite her auch ein gutes Vorderteil von dem Pulli. Und wenn ich jetzt beide Socken übereinander habe, dann würde ich sagen, habe ich das Vorderteil eigentlich fertig gestrickt. In 2,5er Nadel. Ja, also wer sagt, er strickt nur kleine Dinge. Ganz viele Socken, auch ganz viele Socken sind ein ordentliches Stück Arbeit, finde ich. Und das sieht man hier eigentlich noch viel, viel besser als normalerweise. Was man jetzt dazu sagen muss, ist, dass das hier Garter Stitch ist, also kraus rechts. Das heißt, es ist auch relativ, es zieht sich zusammen.
Man sieht es besonders schön hier an der Ferse, weil die Ferse ist als einziges nicht kraus gestrickt, sondern flach. Und das sieht man, dass die einen ordentlichen Huppel rausbildet. Weil man natürlich hier auch die Weite braucht, die die Ferse hier hat. Sehr, sehr gut gelöst, finde ich. Ich bin gespannt, wie sie passen werden. Wie gesagt, man strickt hier von der einen Anschlagskante, in der hier meine Nadel drin hängt. Deswegen braucht man zwei. Man braucht eine für die Anschlagskante und man braucht eine, die man strickt. Man könnte es auch auf Waste Yarn, also auf irgendwie einen Faden ziehen oder irgendwas, aber dann muss man es nachher wieder umfädeln und ja, das erspart man sich, wenn man zwei Nadeln hat. Ich hatte vier, deswegen beide parallel gestrickt und ich habe, wie man unschwer erkennen kann, einmal die Farben invertiert. Ich habe also hier die grüne als dominierend gemacht. Hier vorne bei der Spitze finde ich sehr schön, dass das dann im Prinzip sich das umdreht und sieht dann das Muster, das sich so hochläuft. Und was mir besonders gut gefällt, ist an dieser Stelle, dass man die Weite im Prinzip anpassen kann. Der Chart hat viele Reihen und man kann im Prinzip vorzeitig aufhören zu stricken und dann einfach wieder zurück. Das ergibt dann den gleichen Effekt wie hier. Ich habe den jetzt tatsächlich einmal komplett durchgestrickt, weil die Socken für meinen Freund sein sollen. Ich bin gespannt, wie das wird. Ich glaube, sie sind relativ dehnfähig. Also ich kann hier auch den hier gut machen. Ja. Also das, die Runde 7. Die sind überhaupt nicht schwierig zu stricken. Ich weiß nicht ganz genau, warum die jetzt Runde 7 geworden sind. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass sich das auch so ein bisschen zieht wie Kaugummi. Und dass der Schaft natürlich unheimlich lang wird. Also eher so kniestrumpflang. Ich habe jetzt Größe L gestrickt. Man bestimmt die Länge vom Fuß durch die Maschenanzahl, die man anschlägt. Das heißt, man sollte relativ gut in der Maschenprobe sein, damit es hinhaut. Ja, was gibt es noch zu sagen? Nicht schwierig, überhaupt nicht schwierig. Man muss ein bisschen aufpassen. Und dadurch, dass man den Chart dann wieder rückwärts strickt, ist es so ein bisschen eine Konzentrationsgeschichte. Jetzt bin ich ja diejenige, die die Anleitung nie ausdruckt. Ich mache das immer am Tablet oder am Computer oder wie auch immer, also an einem von meinen Geräten und benutze da eine der Apps, entweder der Knit Companion oder die Zählmich-App, je nachdem, auf welchem Gerät ich gerade unterwegs bin. Und da gibt es so lustige Balken, die kann man hoch und runter schieben und dann sieht man ganz genau, wo man gerade ist. Funktioniert gut, finde ich. Mache ich sehr gerne. Aber das Zurückstricken, das war überhaupt nicht einfach. Dann habe ich mir überlegt, gut, dann drehst du einfach das Gerät um. Ja, das Schöne ist aber, wenn ich was umdrehe, dann verändere ich auch die Rechts- und Linksachse. Das heißt, ich hätte da nicht mehr von rechts nach links stricken können, sondern ich hätte von links nach rechts stricken müssen. Funktioniert auch nicht so gut. Und dann habe ich mir aus der Anleitung einen Screenshot gemacht, habe die einmal gespiegelt im Bildbearbeitungsprogramm und dann hat es richtig gut funktioniert. Also an der Stelle, wenn ihr sowas habt, seid kreativ, überlegt euch, wie ihr zum Ziel kommt. Man muss nicht immer den schweren Weg gehen und sich mit dem Chart durchkämpfen, den man gerade so hat. Es geht auch ganz oft einfacher, wenn man so ein bisschen kreativ ist. Ja, war ich an der Stelle. Ich freue mich, dass ich die jetzt heute Abend noch fertig bekomme. Knopf auf uns. Stimmt. Ja, und dann stehen noch ein paar neue Sachen an und ich habe gedacht, ich bringe euch ein bisschen Wolle mit und zeige euch das mal, wie so meine Überlegungen gerade gehen. Was ich euch auch noch zeigen kann, ist die neue Netcrate, die bei mir angekommen ist. Wieder bin ich nicht so arg begeistert. Diesmal ist es aber hellgrau und hellgrau geht irgendwie immer. Ja, ich freue mich über eure ganzen Rückmeldungen. Das fürs letzte Video. Die Gewinnerin hat sich auch gemeldet. Das Paket geht hoffentlich heute. Nein, also wenn ihr das seht, geht es hoffentlich auf die Reise. Ich habe es nicht übersehen oder so. Ich kam nur einfach noch nicht auf die Post. Ja. Ein paar haben drunter geschrieben, es gibt auch tolle Handfärber in Deutschland. Ich weiß, aber die haben einfach,
nicht solche außergewöhnlichen Qualitäten wie jetzt NetCrazy anbietet. Und die Qualitäten sind immer wirklich toll. In dem Fall hier ist es 80% Alpaka, 10% Seide und 10% Kamel. Indicay, das ist so ein Bändchengarn, sowas. Seht ihr das? So ein gestrickter Schlauch. Sieht aus wie so ein I-Cord. Eine I-Cord-Wolle. In einem Naturgraubraun. Hätte mich schlimmer treffen können. Es gab auch schönere Farben. Aber grau geht immer und ich glaube, daraus lässt sich gut was machen. Das heißt Bloom. Ja. Das sind jetzt 211 Meter auf 100 Gramm. Zweimal 100 Gramm habe ich. Also ja, werdet ihr bestimmt noch mal sehen. Über Grau möchte ich nicht meckern. Gut. So. Dann muss ich euch sagen, nicht, dass ich Schimpfe bekomme, weil Monika hat es nämlich vergessen. Monika und ich haben zusammen eine Ravelry-Gruppe gegründet. Ich habe sie gegründet, sie hat sie bisher gefüllt, ich habe noch nichts geschrieben. Moma und der Nerd, so heißt die Gruppe. Ich verlinke die. Unter dieser Videobox, da findet ihr die Infobox und da ist ein Blogbeitrag und da sind alle relevanten Links zu dieser Folge, unter anderem auch der Link zu unserer Ravelry-Gruppe. Ja, da wird so ein bisschen was zu Knit-Alongs geben und so ein bisschen zum Austauschen und ich glaube, das wird großen Spaß machen. Wir haben es zusammen gemacht, damit die Gruppe vielleicht ein bisschen aktiver ist, wenn da zwei Podcaster drin sind. Und wir freuen uns auf euch und hoffen, dass ihr da ganz viel Lust habt, da eure Werke zu zeigen und mit uns mitzuratschen. So, Babble, wie die Monika geschrieben hat. Ja, also ein Quatsch. Einen Bubble-Thread gibt es auch, also sprich was, wo man einfach nur reden kann, ohne dass man irgendwie ein besonderes Thema braucht. So, kann ich ja ganz gut hier. Jedes Thema ist klar, das wolle, aber ja. Ich bin ein bisschen am Grübeln. Zum einen habe ich mich für die Super Sock World Championship angemeldet. Das ist ein wahnsinnig sperriger Begriff. Sockmärten, das geht deutlich einfacher über die Lippen, aber so ist es manchmal. Auch das ist ein Schnellstrickwettbewerb, funktioniert ein bisschen anders auf Ravelry. Und zwar gründet man Teams, die könnten so groß sein, wie man möchte. Und man strickt auch Runden, man fällt aber nicht raus. Aber nur die 10 Besten von jedem Team werden gewertet. Und dann gibt es eine Teamwertung und es gibt eine Einzelwertung. Man kann auch was gewinnen und all sowas. Und aktuell läuft die Warm-up-Runde und ich habe noch nicht angefangen. Sie läuft schon eine ganze Weile und ich sollte so langsam anfangen. Und ich habe mir aber heute Wolle rausgesucht. Und zwar diese hier. Das sind relativ kurze Socken-Shorties, nicht ganz Sneakers, aber mit relativ kurzem Schaft. Ein Lace-Muster und die vertragen, glaube ich, jetzt nicht. Also ich habe sie schon toll gesehen mit Wilderung und ich habe auch schon welche gesehen mit einer ähnlichen Wolle. Doofe Fliege. Wie diese hier. Und ich habe mich jetzt für die entschieden. Das hier ist von Tummy Wee Colors. Die Super Soft Sock. In der Farbe Frozen. Das ist eine nicht ganz typische Sockenfarbe für mich, weil relativ pastellig. Mit so einem Rosé-Grau-Blauton. Sag mal es mal so. Und ein bisschen Speckles. Sehr schön von der Sache her, aber jetzt nicht unbedingt meine bevorzugte Lieblingsfarbe. Ich glaube, das Muster damit richtig gut zur Geltung kommt. Und ich habe jemanden im Kopf, dem ich diese Socke schenken möchte. Ja, also generell, ich weiß, Fragen kostet nichts, aber wenn ich was in die Kamera halte und nicht dazu sage, dass ich es gern hergeben möchte, dann sind die üblicherweise verplant für irgendwas. Das heißt, man kann mir die sowieso nicht abkaufen, weil ich habe kein Gewerbe. Und verkaufen geht da nicht. Möchte ich nicht aktuell. Und ich finde auch nicht, dass man eine Socke auch nur annähernd sinnvoll bezahlen kann, weil die Stunden, die da drin stecken, ja, das funktioniert nicht. Das wisst ihr alle. So, dann habe ich noch ein neues Bonusmuster bekommen. Was heißt Bonusmuster? Jetzt ist Cooldown-Muster für die Sock Madness. Das ist ein Colorwork und das sieht so ein bisschen aus wie die Schuppen von einer Meerjungfrau. Ich glaube, so heißen die auch.
Irgendwas mit Mermaid. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme die hier und vielleicht ein Natur dazu, damit die Meerjungfrau auch ein bisschen zur Geltung kommt. Und ich bin für die Bonussocken der Runde 5, da habe ich das Muster ja auch schon, weil ich die Socken rechtzeitig fertig bekommen habe, da muss ich noch die Maven Morn Socks, ich glaube so heißen die, stricken. Und da habe ich mich für das hier entschieden. Das ist was sehr, sehr Cooles, ein Wunderklecks von Schoppel. Man kennt ja die Zauberbälle. Wir stricken ja immer ganz viele und ich ja auch recht gern. Also gerade so bei Colorwork finde ich das immer sehr hübsch. Die Zusammensetzung ist hier auch ganz normal. 75% Schurwolle, 25% Polyamid. Das heißt typische Sockenwolle. Aber wenn man das hinten drauf anguckt, dann sieht das wohl im Strickschlauch ungefähr so aus. Und darauf bin ich gespannt. Man sieht auch, dass das unterschiedliche Farben hat. Insgesamt schon Ton in Ton. Ich bin sehr gespannt, wie sie sich mustert. Kriegt ja auch ein paar Perlen. Muss ich noch die richtige Farbe dazu suchen, werde ich schon hinkriegen. So. Ich bin durch. Das bedeutet, dass ich euch jetzt ein schönes Wochenende wünsche, wenn ihr das noch am Wochenende, vor dem Wochenende oder am Wochenende anschaut. Und viel Spaß beim Stricken. Lasst keine Maschen fallen. Bis zum nächsten Mal.